Gute, heute machen wir eine Cheesesteak-Pizza-Rolle. Und wie wir die machen, seht ihr gleich. Willkommen bei Barbecue Culture. Ja, und wie immer hier unsere Zutaten. Heute brauchen wir ein Rumpsteak, zwei Paprika, zwei Zwiebeln, Balsamico-Essig, Zucker, Salz, Pfeffer, Chiliflocken und einen Pizza-Fertigteig. Ihr könnt natürlich auch einen frischen Teig nehmen, wie ihr wollt. Hier passt es eigentlich von der Größe, von der Form her, alles direkt schon mit dem Fertigteig. Als erstes salzen wir unser Rumpsteak. Und dann schmeißen wir es auch schon auf den Grill. Das Ganze machen wir jetzt auf der 90-90-90 Methode. Einmal von allen Seiten schön anbraten. Und wenn das soweit ist, legen wir es in den indirekten Bereich und lassen es zu Ende ziehen. Wenn es dann so aussieht und die richtige Kerntemperatur hat, nehmen wir es runter. Jetzt habe ich eine gusseiserne Pfanne vorbereitet mit ein bisschen Fett. Da tun wir uns jetzt die geschnittenen Zwiebeln ein bisschen anbraten, andünsten, anschmoren. An die Zwiebeln habe ich ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker gemacht zum Glasieren. Wenn das Ganze dann so aussieht, dann kommt der Balsamico-Essig dann. Der passt zu der Süße dann. Dann das Ganze schön, dass alle Zwiebeln einmal den Balsamico gesehen haben. Genau, die Zwiebeln habe ich jetzt ein bisschen auf die Seite gemacht. Da kommt jetzt unsere Paprika mit rein. Die kriegt jetzt natürlich auch von dem Balsamico ab, was aber wirklich gut passt. Genau, wenn das Ganze dann so aussieht, dann könnt ihr das Ganze ein bisschen vermengen. Dann habe ich das Ganze noch ein bisschen stehen lassen. Genau, und so sah es dann aus. Dann ging es dann runter vom Grill. Hier haben wir jetzt unseren Mozzarella, den ich euch vorhin unterschlagen habe. Wir schneiden jetzt unseren Mozzarella in ja, so halbe Zentimeter dicke Scheiben. Das gleiche machen wir dann auch mit dem Rumpsteak. Wenn ihr dann alles geschnitten habt, dann geht es auch schon an den Pizzateig. Genau, da ist der gute Pizzateig. Also er tut's wirklich. Gar nicht so schlecht. Da verteilen wir jetzt unsere Zwiebel-Paprika-Mischung drauf. Am besten schön mittig. Auch an den Rändern links und rechts ein bisschen freilassen, so dass man das umschlagen kann, dass euch später nicht alles rausläuft. Genau. Darauf verteilen wir jetzt unser Rumpsteak. Und ihr habt es wahrscheinlich vermutet. Darauf kommt jetzt der Mozzarella. Nicht sparsam sein mit dem Mozzarella, da kann ruhig ordentlich was rein.
Genau, und der Vorteil von dem fertigen Pizzateig ist, dass der schon auf Backpapier kommt und ihr könnt das jetzt einfach nehmen, hochklappen, das Backpapier abziehen und schon habt ihr eine Seite oben. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Einfach das Ganze, den Teig so rüberziehen, dass er ein bisschen über die Hälfte kommt, so dass das Ganze oben drauf überlappen kann und sich ein bisschen verbindet. Genau, ein Stück drüber ziehen. Und dann klappen wir die Kanten noch um. Einfach auch wieder mit dem Backpapier hoch festdrücken. Und dann sind die Kanten auch schon zu. Jetzt habe ich das oben noch ein bisschen eingeritzt. Muss man nicht. Sieht später vielleicht ein bisschen schicker aus. Hat halt die Gefahr, dass ein bisschen was auslaufen kann. Aber das Auge isst ja natürlich mit. Da habe ich dann jetzt noch ein bisschen geriebenen Käse drüber gemacht. Das ist auch jeder, wie er es mag. Der eine mag es mit, der andere mag es ohne. Wie gesagt, das Ganze kann eine ganze Ladung an Käse vertragen. Ja, so ist das Ganze auch fertig und wandert auf den Grill. Hier haben wir jetzt ein indirektes Setup. Ich hatte so zwischen 170 und 180 Grad. Und dann war das Ganze so für ja, 15 Minuten, 20 Minuten auf dem Grill. Wenn das Ganze dann so aussieht, wisst ihr, es ist fertig und kann runter. So, dann wollen wir natürlich auch einmal reingucken. Einmal durchschneiden das Ganze. Ja. Sieht das lecker aus oder was? Das war so geil. Macht's unbedingt nach. Hier nochmal die Zutaten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, sagt's weiter. Euer Markus von Barbecue Culture.